Hi, hier ist Pam von der Brettspielgarde und ich habe heute mal wieder die Rosa zu Gast. Die solltet ihr mittlerweile kennen. Hi, Rosa. Hey, schön wieder hier zu sein. Genau. Und wir sind ja schon Feuer und Flamme. Ist ja gar nicht so lange her, dass wir uns gesehen haben auf der BerlinCon. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, gerne mal reinschauen. Da plaudert man mich Rosa auch schon so ein bisschen über die Neuheiten zu spielen und um die geht es ja natürlich heute. So lange ist ja gar Ein nicht mehr. bisschen. Ein bisschen, Da genau. wollte ich gar nicht weggehen lassen. Und ihr habt natürlich wieder ganz viel im Gepäck dabei. Vielleicht aber noch ganz kurz zu eurem Verlag. Da gab es ja auch so ein paar Änderungen, ne? Wie sieht es denn da aktuell aus? Ja, ein paar ist gut. Gefühlt gab es sehr, sehr Ja. viele. Ganz banal angefangen mit unserem tollen neuen Logo. Das sieht man hier so ein klein wenig. Ja. Wo wir einfach das Gefühl hatten, es wird mal Zeit, uns da ein klein wenig neu zu erfinden und ein wenig moderner zu werden in dem, wie wir uns darstellen. Und ja, die zweite große Änderung ist, dass wir unseren Firmensitz sie verlegt haben. Wir haben jetzt ein Büro in Bayreuth. Da sitze ich jetzt nicht. Ich sitze bei mir zu Hause in Berlin. Aber viele andere sitzen regelmäßig da und ich komme auch regelmäßig vorbei, einfach um da gut zusammen spielen zu können, um unsere eigenen Videoaufnahmen und so besser machen zu können und einfach um mehr so dieses Gefühl, zusammen ein richtiger Verlag zu sein. Und das ist schon eine coole Sache. Ja, und die dritte größere Änderung, die es gab, ist, dass wir dabei sind, unseren Vertrieb oder dass wir unseren Vertrieb über das Jahr neu aufgestellt haben. Unsere Zusammenarbeit mit Pegasus ist da zu Ende gegangen an der Stelle. Deshalb treten wir jetzt selbst in Kontakt mit den verschiedenen Händlern und ja, geben da unsere eigenen Spiele raus. Dafür haben wir auch neues Personal eingestellt. Der Alex arbeitet da jetzt bei uns und macht das eben für uns. Ah ja, schön. Ja, das heißt, ja, klingt doch alles erstmal sehr gut, auch mit dem Firmensitz und so. Ich finde sowas auch immer wichtig, dass man quasi irgendwie so eine Stelle hat, wo man vielleicht alles zusammenbekommt und so. Ne? Das ist immer ganz wichtig, finde ich. Ja, sehr schön. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass alles so klappt, wie ihr euch das vorstellt. Und viel Erfolg wünschen wir euch. Und dann würde ich sagen, hauen wir auch schon raus mit den Neuheiten zu spielen, denn das interessiert natürlich die Zuschauer am meisten. Wo seid ihr denn erstmal zu finden auf der Spiel? Wir sind am Stand 3B200, das ist in Halle 3, ein klein wenig neben dem, wo wir letztes Jahr waren. Ist eine super Position, die wir da gekriegt haben. Wir sind diesmal mit einem sehr großen Stand wieder da und haben auch wieder, ja, nicht nur unsere eigenen Dinge da, sondern auch die von Chip Theory Games, die wir da auch präsentieren und die man da auch kaufen kann. Ja, eigentlich kann man euch auch nicht vorbeigucken, quasi. Irgendwie fallt ihr immer auf, ne? Ich finde auch, ja. Ja, sehr schön, wir freuen uns drauf. Ja, was habt ihr denn alles dabei? Erzähl mal. Wo fange ich an? Wir haben so viel dieses Jahr. Es war auf der BerlinCon irgendwie schon gigantisch, wenn man sich, wie bei euch zum Beispiel, irgendwie die Videos von der BerlinCon anguckt. Meistens ist die Hälfte von unseren Spielen, die besprochen werden, Richtig. wo wir echt froh dran sind, Also dass teilweise die. wiederholt sich das jetzt, aber ist ja nicht schlimm, dann bleibt es besser mit uns. Ne? Ja, genau. Viele Spiele hatten wir jetzt auf der BerlinCon ja nur zum Zeigen dabei und in Essen werden wir sie jetzt richtig en masse auch da haben. Fangen wir an mit dem, was jetzt schon gekommen ist, was wir aber auch natürlich nach Essen mitnehmen werden und da ordentlich präsentieren werden. Das ist die vierte Welle Ian's End. Und die ist eine ziemlich coole Welle, weil in der wieder ein neues Kundspiel kommt, wie gewohnt. Und in diesem Kundspiel steckt der Expeditionsmodus. Der Expeditionsmodus ist ein ganz neuer Modus, wie man Ian's End spielen kann. Das heißt, wer irgendwie schon viel Ian's End Sachen hat und sich jetzt denkt, ah, lohnt es sich überhaupt, da jetzt noch mehr zu holen, gerade dann ist es halt richtig cool, diese neue Box zu haben, weil sie einem eben die Möglichkeit gibt, die ganzen alten Sachen, die man bereits hat, in dem neuen kleinen Kampagnenmodus wieder zu verwenden. Und die drei kleinen Erweiterungen, die dazu rausgekommen sind, in die Wildnis, die Zeitlosen und die dritte, der Name mir gerade nicht einfällt, die ja, spielen halt auch mit diesem Expeditionsmodus und bringen ziemlich coole neue Rissmagier in. Da gibt es zum Beispiel in der einen, das ist quasi meine Lieblingsrissmagierin, die nämlich die Spezialfähigkeit hat, dass sie das eigene Deck, also das Startdeck verbessern kann im laufenden Kampf. Das heißt, sie kann dann irgendwie einen Kristall wegwerfen und dafür einen besseren reinnehmen.
Oder die Ah, Zauber okay. wegwerfen, dafür einen Ja. besseren reinnehmen. Ja. Ziemlich cool und ziemlich interessant gemacht einfach. Ja, es ist ein sehr schönes Spiel. Also wir finden das auch total cool. Wir haben Legacy noch nicht ganz durch. Aber liegt nicht daran, dass uns das keinen Spaß macht, sondern weil wir ja Angst haben, dass es dann vorbei ist. Aber das Schöne ist, bald gibt es ja dann, wie gesagt, wieder neue Sachen. Das heißt, wir haben auf jeden Fall Blut geleckt und sind schon Ja. gespannt auf den neuen Kampagnenmodus. Wenn ihr das Spiel nicht kennt, vielleicht ganz kurz für die Leute. Was macht man da? Ja, stimmt, das ist ein guter Punkt. Das ist ein kooperatives Deckbauspiel. Also man spielt Rissmagierinnen, die gegen einen großen Gegner kämpfen in jeder Partie, den sogenannten Erzfeind. Von den Erzfeinden gibt es ganz, ganz viele in jedem Grundspiel und mit den Erweiterungen noch mehr. Und das Besondere ist, dass diese ganzen Erzfeinde unterschiedlich funktionieren und man eben sich immer ein wenig darauf einstellen muss, wie man den jetzt am besten besiegen kann. Und ja, dabei benutzt es eben ein Deckbausystem mit einer festen Marktauslage, die man immer zufällig oder auch ausgewählt festlegt zu Beginn einer Partie. Und dann kann man da eben neue Karten für das Deck kaufen und so langsam besser werden und hoffentlich den Angriffen des Gegners lang genug standzuhalten, um dann stark genug zu sein, um ihn besiegen zu können. Also es ist ein ganz, ganz tolles kooperatives Kartenspiel. Und bei dem Legacy ist ja auch noch so eine schöne Geschichte so mit eingeflochten. Das finde ich Ja. halt auch sehr cool. Ist das bei dem Kampagnenmodus dann auch so ein bisschen wahrscheinlich, ne? Genau, da hat man auch Mhm. eine Geschichte drumherum, aber es ist nicht so wie bei Legacy. Also man schaltet zwar Dinge frei, aber es ist nicht so, dass man Dinge beklebt und die Rissmagier in der neuen Box sind auch alles schon fertige Rissmagier. In Ah, okay. Legacy ist ja das Besondere, dass man die eigenen Charaktere quasi aufbaut im Ja, Verlauf der genau. Kampagne und Ja. denen so die Individualität geben kann. Ja. Und eine Besonderheit von Legacy ist ja auch, dass man mit ganz leicht abgespeckten Regeln anfängt und dann erst nach und nach so die ganzen doch etwas komplexeren Ians-End-Regeln dazu bekommt. Das heißt, das ist ein ganz, ganz tolles Spiel, um eben den Einstieg in die Welt von Ians End zu schaffen. Und Aber Vorsicht, es lässt euch nicht los und ihr wollt ja, dann. das Jetzt stimmt. habe ich auch richtig Lust, das zu bekommen. Oder wir beenden das Interview, ich muss jetzt spielen. Aber nee, Micha ist noch nicht da, das geht nicht, von daher können wir weitermachen. Okay, ja, schön, Ja. wir freuen uns drauf. Das werden wir uns auf jeden Fall auch näher anschauen. Was habt ihr denn noch? Das nächste, was dann kommt, im September höchstwahrscheinlich und dann eben hoffentlich noch mit genug Material da, damit wir es auch der Spiel in Essen präsentieren können, wird Endeavor die Tiefsee sein. Der Nachfolger quasi von Endeavor die Segelschiff-Ära, beziehungsweise davor Magister Navis, benutzt den gleichen Grundmechanismus. Also es ist ein Eurogame im Endeffekt, bei dem man vier Leisten hat, die man erhöhen will, um die eigene Engine zu verbessern. Es ist immer ein klein wenig schwierig, das so zu erklären, ohne dass man es spielen kann. Aber es ist eben so, es hat so einen mega coolen Fluss, dieses Spiel, weil man eben jede dieser Leisten erhöhen muss, aber sich immer entscheiden muss, welche davon jetzt gerade. Und man hat immer das Gefühl, okay, ich bekomme super viel, aber irgendwie fehlt mir trotzdem was. Ja. Und in dem Kreis steckt man immer fest. Und bei Endeavor die Tiefsee spielt man eben konkurrierende Unternehmen, die den Ozean erforschen und da Forschungsprojekte machen und Naturschutzprojekte durchführen. Also ein ziemlich cooles Thema auch, das auch irgendwie in der Produktion sich widerspiegelt. Das Insert zum Beispiel ist auch so Pappmaterial, wie so Eierkartons quasi, Ah ganz, ja. ganz tolles Material. Und eine weitere Besonderheit davon ist, dass man es sowohl solo als auch kompetitiv als auch kooperativ spielen kann. Und alle drei Modi funktionieren erstaunlicherweise super, super gut. Im Kompetitiven versucht man eben Punkte zu bekommen und wer am meisten Punkte hat, gewinnt am Ende. Kooperativ hat man verschiedene Ziele, auf die man hinarbeitet. Dann heißt es zum Beispiel, okay, ihr müsst so und so viele Forschungsprojekte durchführen und dann muss man sich gut absprechen, wie man das Ja. macht. Und das Spiel bietet sowieso sehr, sehr viel positive Interaktion, auch im kompetitiven Modus. Klar, man nimmt sich irgendwie Felder weg und so weiter, aber es kommt sehr oft vor, dass wenn ich was bekomme, alle anderen auch was bekommen Ah ja. Und diese Effekte kann man natürlich dann im kooperativen Spiel super ausnutzen, um sich gegenseitig zu pushen und besser zu machen. Ja, sehr schön. Also wir haben das ja auch schon auf der BerlinCon schon angeschaut. Erstmal ist das Material auch wirklich super toll. Mega schön. Ja, ihr macht das Ganze ja mit Boardgame Circus zusammen.
Genau. Ja, genau. Und ja, also wir freuen uns auf jeden Fall auch drauf. Ich würde es auf jeden Fall sofort einmal ausprobieren. Sehr gerne. Und ja, ihr habt aber noch was dabei, ne? Ja, jetzt wird es langsam kompliziert, weil quasi perfekt mit perfektem Timing für die Spielen Essen kommen ungefähr 7 weitere Spiele noch bei uns an. Ich mache die jetzt mal so ein klein wenig im Schnelldurchlauf, sonst sitzen wir nämlich bis heute Abend da. Ach, das verstehen die Zuschauer nicht, aber ich glaube, wir beide müssen Meinst ein bisschen was anderes machen, ne? du? Ja, genau. Wir haben das Unbewusste. Fangen wir mit dem mal an. Das Unbewusste wird dieses Jahr so unser Heavy, Heavy Euro-Spiel. Das sind den gleichen Leuten, die auch Endless Winter gemacht haben, was wir vor ein paar Jahren gebracht haben. Und es beschäftigt sich mit Wien um die Jahrhundertwende, also um 1900 rum, und vor allem um den Kreis an Psychologen und Psychologinnen, die sich da um Sigmund Freud herum gesammelt haben und die auf diesen berühmten Sonntagsgesellschaften eben ja ihre Theorien ausgetauscht haben und so. Und man spielt solche Psychologen, die versuchen, ihre eigene Praxis aufzubauen und den ihren KlientInnen zu helfen, ihre Traumata loszuwerden und ja, sich besser zu fühlen im Endeffekt. Und ja, das Ganze ist ein recht komplexes Eurospiel, bei dem man so eine Art Arbeitereinsatzmechanismus hat. Also man setzt seine Gedanken ein, nicht Arbeiter, aber kommt aufs Gleiche raus ungefähr und löst damit Aktionen aus. Gleichzeitig löst man aber auch ein Rondell auf dem eigenen Playerboard aus. Und dieses Rondell wiederum aktiviert dann so eine kleine Engine, die man sich da mit der Zeit aufbauen kann. Und dadurch hat man irgendwie einen super coolen runden Fluss. Und dann passieren irgendwie noch Dinge drumherum. Es gibt den Stadtplan von Wien, wo man so ein klein bisschen Dinge machen kann. Man therapiert natürlich die Klientin, die man hat. Und zwischendurch trinkt man ganz, ganz viel Kaffee. Also Kaffee ist eine der Währungen in dem Spiel und einfach ein schöner Touch für Wien, finde ich. Ja, das stimmt. Und ich als Nicht-Kaffeetrinker trinke dann auch mal Kaffee. Ja, wir Ach konnten ja, das. und Genau. aufs Artwork würde ich noch kurz eingehen, weil das einfach grandios ist. Das gesamte Artwork ist eine Koproduktion von zwei der größten Illustratoren, die Brettspielbranche so kennt, nämlich Andrew Bosley und Vincent Dutrey. Und sie haben sich die Sachen so ein klein wenig aufgeteilt, nämlich Dutrey hat die ganzen Dinge der echten Welt gemalt und Bosley hat die ganzen Träume und Fantasien gemalt, die eben diese KlientInnen heimsuchen. Und dadurch ergibt sich einfach ein toller Kontrast, aber trotzdem funktioniert alles super zusammen. Also allein auf dem Cover sieht man es schon, da hat man vorne schön einen Psychologen wahrscheinlich, der auf einer Couch liegt und dahinter eben so diese Traumwelt und da sieht man schon, wie die zwei da wunderbar einfach zusammenwirken. Also wir konnten das ja auch schon testen. Wir haben auch zufälligerweise ein kleines Kurzreview zu dem Spiel rausgebracht. Schaut gerne mal rein. Es macht wirklich sehr viel Spaß. Es ist schon ein bisschen komplexer, ne? Aber ich finde, es geht nachher. Also am Anfang denkt man erst, oh Gott, ich kann ja so viel machen und so weiter. Aber das ergibt sich alles so schön. Das ist alles schön verzahnt. Man kann coole Kombos machen. Also Michael ist ja eh der Kombo-Man, der war richtig begeistert. Ne? Also ist wirklich ein tolles Spiel und ich finde, die Ja. Thematik kommt super rüber. Ne, also das vielleicht als Kurzfazit. Ich finde es einfach super und wir freuen uns mega drauf. Sehr schön. Genau, und wir bleiben bei großen Spielen. Das nächste, was wir dabei haben, ist Townsfolk Tassel. Das hatten wir auch in Berlin schon dastehen und allein irgendwie die Optik und die Präsenz davon zieht die Leute einfach an. Es hat so diesen 30er Jahre Comic-Style, inspiriert durch dieses Computerspiel. Buckethead. Und mit diesem Comic-Stil kommt halt auch ein wunderbarer Humor einher. Das heißt, die ganzen Figuren haben absurde Namen wie Fürst Wetternich und Alois Amboss und keine Ahnung, wie die alle heißen und die Gegner genauso. Und was man im Endeffekt macht, ist kooperativ gegen einen
Boss immer kämpfen. An einem Abend spielt man theoretisch gegen drei oder vier Bosse, je nachdem, ob man den kürzeren oder den längeren Modus spielt. Aber jeder Boss davon ist eben ein Akt sozusagen, nachdem man dann wieder irgendwie eine Dorfphase hat, wo man ein bisschen Events erlebt und ein wenig was einkaufen kann, aber dann kommt der nächste große Kampf gegen den nächsten Boss. Und diese Kämpfe sind halt wie für Boss-Battler üblich, so dass diese Bosse halt eine eigene AI haben, also ein Kartendeck, was irgendwie steuert, wie sie sich verhalten und was sie machen. Und das muss man nach und nach kennenlernen, um es ausnutzen zu können. Und genauso die verschiedenen Terrain-Effekte, die es gibt auf dem Spielplan, ausnutzen kann, damit man gegen die Gegner gewinnt. Und Boss-Battler haben oft so an sich, dass sie sehr, sehr komplex sind, man sehr tief in Regeln reingehen muss und man sehr präzise spielen muss, um überhaupt eine Chance zu haben. Townsfolk Tassel ist mehr darauf ausgelegt, einfach Spaß zu haben. Man kommt super schnell rein. Die Grundregeln sind mega einfach, viel ist dann einfach über die Karten geregelt. Und ich habe noch nie so eine gute Stimmung an einem Demotisch erlebt, wie bei den Leuten, die Townsfolk Tassel gespielt haben und einfach gejubelt und geschrien haben, wenn Dinge geklappt haben oder nicht geklappt haben. Das war mega schön zu sehen. Ja, es liegt aber auch teilweise, denke ich, an der Grafik, weil das halt auch Ja. irgendwie so zum Lachen schon so einlädt. Das ist alles schon so lustig irgendwie und sieht schon schick aus, das Ganze. Ja, sehr schön. Definitiv. Sehr cool. Dann habt ihr noch was. Ja, Andromeda's Edge, auch ein richtiger Brecher. Andromeda's Edge ist ein wilder Mix an Dingen. Es ist so ein klein wenig 4X-Spiel, es ist so ein ganz klein wenig Worker-Placement-Spiel, es ist so ein wenig Euro, es ist so ein wenig Ameritrash mit Kämpfen und Würfeln. Grundlegend spielt man kompetitiv gegeneinander, alle spielen jeweils eine Alien-Fraktion und mit denen befindet man sich am Rand von Andromeda, wo irgendwie früher so eine alte Zivilisation war und wo man jetzt irgendwie nach Schätzen sucht und ja, versucht da möglichst viel rauszuholen aus dieser alten Zivilisation. Allerdings gibt es auch Gefahren, die da im Nebel warten und so weiter. Das heißt, der Grundmechanismus ist tatsächlich ein Eurogame-Mechanismus. Man setzt Raumschiffe ein, um Dinge auf diesem Planeten zu machen. Also ein wenig Worker Placement. Dabei gibt es bestimmte Regeln, wie weit Raumschiffe voneinander entfernt sein dürfen. Und die Raumschiffe haben Spezialfähigkeiten und so weiter. Und das Coole ist, sowohl beim Einsetzen von den Raumschiffen, als auch dann, wenn man die Raumschiffe wieder zurückholt, weil man keine mehr zur Verfügung hat oder sie einfach zurückholen will, bekommt man Dinge. Und beim Zurückholen aktiviert man eben die eigene Engine, wo man die dann in auf die verschiedenen Elemente der Station wieder draufsetzt, die Raumschiffe. Und ja, wenn man am Zugende dann Raumschiffe von verschiedenen Fraktionen auf dem gleichen Feld hat oder Gefahren dazukommen, dann kommt es eben zu Kämpfen, bei denen dann wild gewürfelt wird und man aber natürlich auch durch Spezialfähigkeiten und eben die Raumschiffe, die man entwickelt hat und so weiter, sehr viele Möglichkeiten hat, den Kampf zu beeinflussen. Für alle, die es kennen, Dwellings of Elderwell ist quasi der Vorgänger davon, wo es irgendwie dann, der ja auch schon sehr beliebt war, wo es aber viel Feedback dazu gab, dass die Kämpfe irgendwie sehr unausgewogen sind und irgendwie noch ein wenig glückslastig und so. Und auf diese Kritik wurde dann sehr stark eingegangen eben bei der Entwicklung von Andromeda's Edge und gerade das Kampfsystem wurde da massiv nochmal verbessert und ja, auf den Punkt gebracht im Endeffekt und in das Spielfeeling mehr eingebunden. Ja, klingt auch sehr gut. Menno. Ja, ist immer schlimm bei euch. Am besten gar nicht, ne? Ich dürfte gar nicht bei euch vorbeigucken, aber ich mache es natürlich trotzdem. Ich will die alle Ich wäre angucken. auch beleidigt sonst, wenn du nicht Ja, das vorbeikommst. stimmt. Ja, aber ihr habt echt immer sehr schöne Spiele und vor allem sehr viele unterschiedliche, ne? Das finde ich halt wirklich immer Ja. sehr gut. Ne? Ja, du hast noch was. Ich merke Ich es. habe noch was. Genau. Das letzte größere Spiel, was neu kommt, ist Galileo Galilei. Das werden wir leider noch nicht verkaufen können auf der Messe, aber ja, werden es zeigen können und kurz nach der Messe wird es dann auch ausgeliefert und bestellbar sein Kann oder man es man will auch dann noch testen bei euch, erwerblich. oder?
Genau, wir werden da für Testtische haben. Das ist auch ein, so ein richtig klassisches Eurogame. Man spielt historische Persönlichkeiten, die sich irgendwie mit Astronomie beschäftigt haben, wie zum Beispiel Galileo Galilei, der ja den Namen gegeben hat, das Spiel, oder auch Kopernikus. Und versucht, um die Wette quasi Beobachtungen am Sternenhimmel zu machen. Man kann Sternbilder beobachten, Himmelsobjekte beobachten. Gleichzeitig lehrt man an der Universität und versucht da den eigenen Ruf zu verbessern. Und der Grundmechanismus ist ein sehr spannender Aktionsauswahlmechanismus, weil man eben auf dem eigenen Playerboard ein Teleskop hat, was man ausrichtet auf die Aktion, die man machen will. Aber das Teleskop bewegt sich immer nur nach oben und erst wenn es ganz oben ist, kann man wieder unten anfangen. Und ja, da wo es hin zeigt, das Teleskop, gibt es eben immer zwei verschiedene Aktionen, die man ausführen kann. Die eine ist fix an dieser Position, das andere ist ein Plättchen, was da platziert wurde und was man, nachdem es einmal ausgeführt wird, bewegen muss. Das heißt, es verändert sich immer, wie die Kombinationen so zusammengestellt sind von den Dingen. Das ist Und das Ganze kann man upgraden und so weiter während der Partie. Das heißt, da hat man viele tolle Möglichkeiten. Aber der besondere Twist an dem Spiel ist, es gibt die Inquisition, der es nicht immer so recht ist, wenn da zu viel geforscht wird und sowas. Und je nachdem, was man macht, kommen eben Inquisitoren bei einem vorbei und dann muss man erstmal gut auf die einreden, durch entsprechende Aktionen, um sie zu beruhigen und auf die eigene Seite zu ziehen quasi. Wenn man das nicht macht, dann drohen halt Ruf- und Punkteverluste. Das heißt, man hat immer so einen kleinen Weg hin und her. Man will eigentlich schön auf Beobachtung gehen und Dinge finden. Auch gleichzeitig muss man auch ein wenig vorsichtig sein und sich eben um diese Inquisitoren kümmern. Ja, ich melde mich hier schon mal an für den Test. Spieltest. Ich freue mich da total drauf. Allein schon mit dem Teleskop. Bei mir ist ja immer so, das Auge spielt mit. Ich finde es auch cool, wenn so solche kleinen Gimmicks da so bei sind. Ich finde es immer witzig. Und es ist einfach auch eine wunderschöne Schachtel. Allein die irgendwie da stehen zu haben und die Leute angucken zu lassen, das ist toll. Ihr braucht das Spiel gar nicht spielen, Hauptsache ihr habt die Schachtel. Ja, genau, holt euch die Schachtel, das reicht. Genau. Also und lasst den Rest drin. Ja, das auf jeden Fall. Und wenn ihr es dann doch mal spielt, werdet ihr es sehen, das ist ein richtig gutes Eurogame einfach. Ja, sehr cool. Sehr schön. Dann war es das mit den großen Spielen. Jetzt hast du noch ein paar kleinere, ne? Ich habe noch ein paar kleinere, zwei, um genauer zu sein. Ich fange mal mit dem für zwei Personen an. Das heißt Solstice, was da kommt. Und hat auch ein wunderschönes Artwork, kommt in so einer ganz, ganz kleinen Schachtel. Also nicht das Format von unserem Frosted Mini, sondern ein wenig ein blockigeres Format. Und da spielt man zu zweit gegeneinander und hat für so einen Initiationsritus quasi, will man einen Berg erforschen und auf den Berg steigen und da Leuchtfeuer anzünden. Das wurde von Bruno Catala und noch einigen anderen entwickelt, das Spiel. Und das merkt man auch. Es ist einfach ein sehr enger Mechanismus, der das Ganze antreibt. Man hat so ein Drafting, wo man immer versuchen muss, Zahlen und Farben zu matchen auf den Teils, die man auf der Hand hat, mit denen, die in der Auslage liegen, um die möglichst geschickt einsetzen zu können und dann forcig eben diese Berglandschaft aufzubauen. Jedes Teil hat eine bestimmte Position in dieser Berglandschaft und jedes Teil gibt es nur einmal in dem Spiel. Das heißt, ein Teil, was ich bei mir in die Berglandschaft eingebaut habe, kannst du nicht mehr in deine Berglandschaft einbauen. Und aus diesem Trick entwickelt sich quasi ein kleines Area Control Game, wenn man es genau sieht, weil ich versuchen werde, die Teile zu nehmen, die du brauchst, um deine Gebiete zu verbinden, und Ja, du so fies die. bist du. Ja, schon. Definitiv. Frag in meinem Team rum, ich bin genauso fies und noch fieser. Ja, und deshalb hat man da immer so ein Konkurrenzkampf um die Teile, weil man natürlich große Flächen schaffen will in der eigenen Landschaft. Und es geht nicht, wenn ich dir die wichtigen Teile dafür wegnehme. Und ja, das macht das Spiel super interessant, wenn man gleichzeitig irgendwie nach oben will, weil da die Leuchtfeuer dann warten. Gleichzeitig, ja, hat man eben dieses interessante Drafting, was es nicht so einfach macht, immer das zu bekommen, was man eigentlich will. Sonst wäre es ja auch zu ein. Eben, eben. Ja, schön. Klingt auf jeden Fall auch sehr interessant. Werden wir auch mal testen. So, Ja, eins. und dann kommen wir jetzt zu einem
Auch Kleinspiel, aber ich finde eines unserer absoluten Messe-Highlights, wo ich glaube, dass es richtig gut ankommen wird, nämlich Ratchet. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das in Berlin Hat's in gezeigt Berlin habe. auch, ja. Ist eine so dieses Standard Format wie unsere Ian's End Erweiterungen zum Beispiel. Aber es ist eine, so ein toller Cut, so eine Schuber-Schachtel, also keine zum Deckel runternehmen, sondern wo man einfach rauszieht das Inneres. Ganz, ganz schönes Design auch. Und Ratchet bezeichnen wir meistens so als eine Mischung aus Love Letter und Blackjack. Man spielt Ratten in einem Casino, die da ihre eigene Blackjack-Variante spielen, bei der es bis 25 statt bis 21 geht und bei der es deutlich gemeiner zugeht, glaube ich, noch als bei richtigem Blackjack. Und man hat immer, wenn man dran ist, zwei Karten auf der Hand, von denen man eine behält und mit der anderen macht man was. Man spielt sie entweder aus oder man spielt sie verdeckt aus oder man wirft sie ab, um eine verdeckte Karte umzudrehen. Das sind im Prinzip die drei Optionen, die man hat. Und wenn man eine Karte aufdeckt oder offen hinlegt, muss man einen Spezialeffekt von der Karte machen. Und die Spezialeffekte sind eben Dinge wie decke eine Karte beim Gegner auf, ziehe noch eine Karte vom Stapel und leg die in deine Auslage. Nimm einen der Pokerchips aus der Mitte des Tisches und leg sie auf irgendeine beliebige Karte und der Effekt von dem Pokerchip wird da dann angewendet. Und die Pokerchips sagen eben, der Wert von der Karte wird auf null gesetzt oder der Wert von der Karte wird verdoppelt oder das, irgend sowas. Und so hat man ganz viele Effekte, die miteinander interagieren, aber was man eigentlich will, ist, den Wert von den offen liegenden Karten von sich, die haben alle oben links so eine Zahl stehen, möglichst nah an 25 zu bringen, auf keinen Fall aber über 25. Denn wenn man über 25 kommt, schaltet man aus. Durch die Spezialeffekte kann man jetzt natürlich sehr geschickt darauf hinarbeiten, dass andere über die 25 kommen. Sagen wir mal, du hast eine 12 ausgespielt und eine 5 ausgespielt und ich habe eine Möglichkeit, den mal 2 Chip bei dir hinzulegen. Dann lege ich den natürlich auf deine auf deine 12 und dann bist du schwuppdiwupp bei 29 und damit Das ist gut. ausgeschieden. Und nicht nur bist du ausgeschieden, sondern ich bekomme auch noch einen Punkt dafür. Und Ach, wer auch noch, zuerst ja. eine bestimmte Anzahl von Punkten hat, gewinnt das Spiel eben. Sprich, man hat sehr, sehr viel Action, man hat sehr coole und sich wichtig anfühlende Entscheidungen, obwohl man ja nur zwei Karten auf der Hand hat. Man hat auch irgendwie viel Kontrolle darüber, was da passiert und trotzdem gleichzeitig viel Chaos. Und das Spiel bietet auch viel Abwechslung, weil von diesen Pokerchips, die man eben auf andere Karten drauflegen kann, wenn die Effekte es erlauben, gibt es 7 Stück im Grundspiel. In der ersten Auflage ist da noch ein Bonuschip dabei. Sind alle doppelseitig und zu Beginn der Partie wirft man einfach die Chips einmal in die Luft und schaut, auf welcher Seite sie landen und mit der spielt man dann. Das ist die eine Art, wie man Varianz schafft darin und die andere ist durch die insgesamt 4 Kartendecks, die sich in dem Spiel befinden, mit unterschiedlichen Effekten jeweils auf den Zahlen. Und von diesen 4 Kartendecks mischt man immer zwei zusammen, um eben den individuellen Stapel für das Spiel jetzt zu bilden. Ja, und wenn ihr das auf der Spiel ausprobiert, die Chips nicht zu hoch werfen, ne? Wenn nicht erstmal verloren geht. Ne? Und da sind ja auch, den Karten sind ja auch Ratten drauf, ne? Ja. Deswegen auch der Name, ne? Meistens Ratten, manchmal glaube ich auch Wiesel und Mäuse und so, Ah ja, aber okay. hauptsächlich Ratten. Ja, also sehr witzig. Also ich mag ja solche Spiele total. Ja. Und irgendwie geht auch so ein Trend so in diese Richtung, ne? Also ich habe schon mehrfach jetzt irgendwie so Pokerspiele und so wahrgenommen für die Spiele. Vielleicht wird das das nächste Grundthema auf der Spiel, ich weiß es nicht. Aber irgendwie kommen, glaube ich, sehr viele in die Richtung raus. Aber ich finde das auch echt ganz witzig. Ich finde das ganz cool, wenn das so ein bisschen als Brettspiel auch umgemünzt wird und dann auch ja, mehr so ein bisschen in Richtung Spaß geht und nicht wirklich Ja, auf den Weg ja. gewinnt und so. Ne? Also das finde ich schon wirklich sehr cool. Und zu dem Spiel haben wir auch was Schönes heute, denn einer von euch oder eine von euch kann das nämlich heute gewinnen. Genau. Yay. Und dazu hat Rosa sich auch eine Frage überlegt. Rosa, was möchtest du denn von den Leuten wissen? ja, genau. Kommentiert doch einfach hier in die Kommentarfunktion bei YouTube rein, welches von unseren Spielen ihr am liebsten probespielen wollt bei uns am Stand, wenn ihr vorbeikommt in Essen. Wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, ihr könnt auch zwei nennen. Aber dann Schluss, mehr geht. Nein. Zwei lassen wir durchgehen. Okay. Nee. Genau. Ja, schreibt gerne. Und ja, wir entscheiden dann, wie gesagt,
Das heißt, wir entscheiden dann übers Los. Ihr kennt das ja schon. Und wenn ihr mitmacht, akzeptiert ihr automatisch die Teilnahmebedingungen. Steht auch nochmal alles in der Videobeschreibung. Und Rosa schickt euch das Spiel dann zu. Ich denke mal, danach der Spiel. Ne? Ja, genau. Das Red Check wird auch erst ganz, ganz kurz vor das Spiel ankommen. Das ist gerade im Zug tatsächlich und eilt her, aber es dauert natürlich trotzdem ein klein wenig Wir drücken die alles. Daumen, dass alles klappt. Ne? Ja, super. Also wirklich sehr viele tolle Spiele. Ne? Wir sind gespannt und wir freuen uns auf jeden Fall auf alle. welches ist denn dein Spiel, auf das du dich am meisten freust von denen, falls du das verraten magst? Ich frage mich auch sehr viele davon, aber alle, die irgendwie unsere Sachen ein klein wenig verfolgen, wissen eh Bescheid. Endeavor, die Tiefsee ist, seit wir es angekündigt haben, quasi mein absolutes Ja. Hype-Spiel. Ich habe es so viel im Tabletop Simulator gespielt nach unserer Ankündigung, dass ich mich quasi zwingen musste, aufzuhören, es zu spielen. Oh. Aber ist ja für das Spiel ein gutes Zeichen. Ja, auf jeden Fall, ja. Ich Ja, sehr wollte schön. einfach es nicht schon durchgespielt haben, bevor es da ist. Ach Deshalb, so, also ja. durchgespielt im Sinne von alle Strategien ausprobiert, alle Wege ausprobiert, alle Szenarien durchgespielt Ja, und so cool. weiter. Ja, sehr schön. Ja, wenn ihr unser Berlin-Calling-Video gesehen habt, man merkt das bei Rosa auch immer so schön, hat auch einer drunter geschrieben in den Kommentaren, dass diese Leidenschaft einfach dabei ist und das ist einfach so toll. Deswegen macht es auch immer so Spaß, mit dir zu sprechen, weil du steckst dann immer an mit deiner Begeisterung, dass man sofort alle Spiele spielen möchte, die du erzählst. Das finde ich wirklich immer sehr toll und du stehst mit Feuer und Flamme dahinter. Das ist sehr, sehr schön. Vielen Ich glaube, Dank. das macht unseren Verlag als Ganzes aus. Wir machen ja auch nur wirklich die Spiele, die uns Ja. begeistern und die wir wirklich machen wollen und nicht die, von denen wir denken, dass wir sie verkaufen können, Ja, ich glaube, das ist sondern. ein großer Vorteil, wenn man das sich so aussuchen kann und so und auch so macht dann, ne? Ja, sehr schön. Ja, vielen Dank. Dann sind wir auch schon soweit durch. Ja, wie gesagt, denkt ans Gewinnspiel, macht gerne mit. Und Rosa, ich denke, wir sehen uns auf jeden Fall auf das Spiel. Ne? Dann werden wir auch mal ein bisschen schnacken und dann weiter viel Erfolg mit euren ganzen Spielen, auch mit neuen Spielen. Und vielleicht nur eine ganz kurze Frage. Ihr habt ja den Stand auch mit Shit Theory Games, mit Too Many Bones. Das kann man auch wieder bei euch erwerben, wenn man es jetzt noch nicht hatte. Hatte ich vorhin noch vergessen. Genau, wir werden Too Many Bones wieder da haben, zumindest soweit wir noch Vorräte haben. Die zweite Auflage geht gerade schon wieder zu Neige. Wir müssen mal gucken, wie wir da Nachdruck wieder besorgen. Genau, und vielleicht kann ich das hier gerade auch noch einwerfen. Falls dieses Video vom 27. August ausgestrahlt werden sollte, läuft gerade die Vorbestellaktion für die dritte Wave Too Many Bones bei uns im Ah, Shop. okay. Ganz, Ja. ganz eine tolle Wave, denn in der kommt aus der Tiefe das zweite Grundspiel im Englischen Undertow. Und das ist ziemlich cooler Einstieg auch für alle, die jetzt Too Many Bones noch nicht sowieso schon mit dem ersten Grundspiel und den ganzen Erweiterungen kennengelernt haben. Es ist ein klein wenig weniger drin als in dem ersten Grundspiel, deshalb ist es auch ein wenig günstiger, das zweite. Die Gearlocks, die drin sind, sind natürlich wieder mal mega spannend, wie die Gearlocks immer sind. Also es sind die Charaktere, die man spielt in Too Many Bones, mit denen man versucht, durch dieses Würfelabenteuer hindurchzukommen. Die Tyrannen sind super spannend und das Spiel enthält gleich so eine kleine Kampagne, durch die man sich durchspielen kann. Das heißt, man hat so ein wenig mehr noch eine übergeordnete Story, mit der man das Ganze spielen kann. Und nicht nur diese Zufallsevents, die ja normalerweise das Spiel vorantreiben. Ja, sehr schön. Also wir finden es super. Ich kann es immer nur wieder empfehlen. Aber wie gesagt, das sage ich fast bei allen euren Spielen. Also Rosa hat mich nicht bezahlt. Das ist, ne? Ich finde die wirklich immer gut. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Dann da auch viel Erfolg mit eurer Aktion zu dem Spiel. Und ja, wie ich gerade schon gesagt habe, dann sehen wir uns spätestens auf der Spiel. Und an die Zuschauer, ihr seht mich spätestens im nächsten Video oder Interview. Alle vier Brettspiele. Und ein Brettspiel für alle. Dankeschön. Dann bis dann. Tschüss. Ciao.